Die Vögel. In San Francisco lebt die Melanie, ein verwöhntes Girl der High Society. Der Papa hat Geld und sie hat Langeweile, ist oft in der Klatschpresse und selten in Eile. Im Zoofachgeschäft wird sie von Mitchell Brenner erkannt, einem Anwalt, gewieft und elegant. Er will Liebesvögel haben zum Geburtstag seiner Sis, tut so, als wär Mel angestellt und mies in ihrem Biss. Sie steigt drauf ein, doch er weiß ja genau, wer sie ist. Er veräppelt sie und sie ist dann pisst. Sie ist die Prank Queen, das lässt sie nicht auf sich sitzen. Liebesvögel gab es nicht, da sieht sie ihre Chance aufblitzen. Mit eben solchen Vögeln fährt Mel Mitch hinterher. Nach Bodega Bay, einem Küstenort mit Flair. Erstmal geht's zu Annie Hayworth, der dortigen Lehrerin. Für den Namen der Schwester, weil die Tiere ja für sie sind. Die Kleine heißt Kathy und ganz nebenbei sagt Annie, dass sie die Ex von Mitchell sei. Der besucht Kathy und Mutti jedes Weekend hier. Leider gerät jede Geliebte in Mutters Visier. Melanie mietet ein Boot und fährt zur Familie Brenner. Auf der anderen Seite der Bucht, die Lage ist echt ein Renner. Die Frau begeht Hausfriedensbruch und geht rein, stellt den Käfig hin und will heim. Mitchell entdeckt die Vögel, dann Mel. Man sieht, dass ihm die Aktion gefällt. Da hackt eine Möwe spontan auf Mel rum. Mitch fährt um die Bucht und kümmert sich drum. Als Dank für die Vögel lädt Mitch Mel ein, zum Abendessen mit Kathy und Mummilein. Also bleibt Melanie länger als gedacht und mietet sich bei der Ex ein für die Nacht. Am Abend bei Brenners bedankt sich Kathy brav, doch Mutter kritisiert Mel hinter ihrem Rücken scharf. Sie liest wohl die Bild, Mel war da schon öfter drin, nicht dass in unserem Garten plötzlich Paparazzi sind. Am nächsten Tag ist Geburtstagspartyzeit, Mel wurde eingeladen und quatscht mit Mitch zu zweit. Da kommen Vögel in Massen auf den Plan und greifen all die Gäste auf der Party an. Ein Vogel am Rücken kann schlecht entzücken, man muss das Fest panisch nach drinnen verrücken. Mel bleibt noch zu Abend, sie soll noch nicht raus, doch plötzlich füllt sich das Zimmer mit Vögeln aus. Durch den Kamin und überall hin fliegen die Viecher ohne Sinn. Mel, Mom und Kathy gehen nach nebenan, während Mitchell sich kümmert und tut, was er kann. Am Ende ist einiges zu Bruch gegangen. An vielem hat Mami wohl sehr gehangen. Kathy wird von Melanie ins Bett gebracht. Und zum Helfen bleibt Mel auch über Nacht. Am Morgen fährt Mami beim Nachbarn vorbei. Die Vögel waren auch hier und nichts ist mehr heil. Nicht mal der Nachbar, yep, der ist hin. Mami schlägt Alarm, sie ist fast von Sinn. Mitch will sich kümmern gehen, wie immer. Er und Mel merken, die Lage wird schlimmer. Not schafft auch näher, zum Abschied ein Kuss. Es war ja so klar, dass das mit rein muss. Mami fürchtet, dass Kathy nicht sicher ist, weswegen Melanie mal eben zur Schule flitzt. Annie und die Kinder, die sind wohl auf. Bald ist Pause, also wartet Mel draußen darauf. Da sammeln sich Krähen, immer mehr und mehr. Wo kommen die Viecher denn alle her? Mel schlägt Alarm, ganz leise, ist klar. Sie müssen verschwinden, denn hier droht Gefahr. Kaum draußen greifen die Vögel an, was man sich ja denken kann. Nicht jedes Kind schafft es ins Dorf so schnell. Kathy hilft einer Freundin, als die hinfällt. Mel packt beide und sich in einen Wagen. Die Vögel ziehen ab, sie geben sich geschlagen. Vom Restaurant aus ruft Mel Mitch an. Erzählt ihm, was passiert ist, da hängt sich eine Alte ran. Sie ist Ornithologin und glaubt die Story nicht. Die Gehörne aller Vögel sind dafür zu schlicht. Den Leuten ist egal, was die Alte von sich gibt, denn einige haben selbst Attacken erlebt. Mitchell und der Sheriff kommen dazu. Vögel greifen die Tankstelle an und im Nu, durch Final Destination Zufälle am Band, steht die kleine Tanke sogleich in Brand. Die Greenscreen-Vögel werden immer mehr, drehen völlig ab, fallen über alles her. Mel fand die Telefonzelle sicherer als das Haus, kommt da jetzt aber nicht mehr raus. Mitch bringt sie ins Restaurant zurück. Doch drinnen spielt jetzt eine Frau verrückt. Sie glaubt, dass Melanie die Ursache sei für die Vogelapokalypserei. Zum Glück ziehen die Vögel wieder mal ab. Und Mel und Mitchell in leichtem Trab wollen zu Kathy, die bei Annie wartet, aber auch dort ist alles ausgeartet. Annie liegt tot vorm eigenen Haus. Kathy ist drin und Mitch holt sie raus. Der Plan ist, ins Auto und weg von den Tieren.
und sich bei Brenners zu verbarrikadieren. Anscheinend haben die eine Menge Bretter am Start. Drinnen läuft Radio, in der Krise ganz smart. Die Berichterstattung ist nur kurz und knapp. Keine Infos, keine Hilfe, da dreht Mami ab. Nur fordern und zetern und selbst nichts leisten. Solche Menschen, ja, kennen doch die meisten. Sie kriegt sich wieder ein und nun heißt es warten, bis die Vögel einen neuen Angriff starten. Nun endlich das Finale. Die Vögel schreien und hacken sich ihren Weg hinein. Mitchell kümmert sich drum, wie immer. Da fällt der Strom aus, es wird dunkel im Zimmer. Die Vögel machen Pause, es scheint jedenfalls so. Alle pennen außer Mel. Sie hört irgendwo ein Flattern und geht dem Geräusch alleine nach. Schleicht sich nach oben und in ein Schlafgemach. Da ist alles voller Vögel, die Tür, die fällt zu. Eine gegen 100, worauf wettest du? Es wird gehackt, es wird gepickt. Melanie wehrt sich nicht gerade geschickt. Man könnte sich ja auch zur Tür hindrehen. Aber Mel will dem Verderben lieber ins Auge sehen. Mitch will sie retten, doch vor der Tür liegt Mel. Er kriegt sie trotzdem raus, nur halt nicht so schnell. Als Melanie zu sich kommt, ist sie völlig neben sich. Komm, trink erst mal einen, das hilft sicherlich. Mel muss zu einem Arzt, die Mami hat Schiss, wer weiß, wann der nächste Angriff ist. Mitch schleicht so leise wie's geht zur Garage, er will den Wagen holen, ja, der hat Courage. Direkt vor der Haustür stellt er ihn hin und holt dann die anderen, weil die unselbstständig sind. Erst die panische Melanie und Mom, dann Kathy, weil die auch nicht alleine gehen kann. Mit rührendem Motor fahren sie los, aber die Vögel interessiert das nicht groß. Warum und wieso ist hier offen geblieben? Hitchcock hat keine Erklärung gegeben. Dieser Sack. Ende.